Diese Herren sind, man darf es wohl sagen, in die Jahre gekommen, machen aber immer noch sehr erfolgreich Musik, die weit jenseits des langsamen Walzertempos liegt. Wahrscheinlich würden die Rolling Stones aus dem Tritt geraten, wenn sie die Bühne verlassen und das vermissen, was ihnen im Leben Rock'n'Roll gab, Millionen Fans und Bewunderer. Und man muss kein Weltstar wie die Stones sein, damit Musik Freude macht und vor allem Freunde bringt. Denn Melodie und Rhythmus geben auch Älteren Gelegenheit, sich entweder erst gar nicht einsam zu fühlen oder wieder Spaß am Leben zu bekommen. Wie Thomas Denzel mittendrin bei Klavier, Saxophon und Gesang in Stuttgart festgestellt hat. Sigrid Neun ist 88 Jahre alt. Michael Siebold, 76. Beide haben ihr ganzes Leben lang Musik gemacht. Sigrid Neun hätte vor 7 Jahren die Freude daran fast verloren. Damals starb ihr Mann. Ich habe früher viel Klavier gespielt und dann, seit mein Mann gestorben ist, habe ich eigentlich nicht mehr so viel Lust gehabt. Hab mir auch meine Finger gebrochen und dann klappte das auch nicht mehr. Michael Siebold hat früher Gitarre gespielt. Seinen Traum vom Saxophon aber hatte er sich bis zur Rente nicht erfüllt. Hab dann gedacht, bist du zu alt, das fängt nicht mehr an. Und dann hat mich irgendwann die Familie und der Freundeskreis vor vollendete Tatsachen gestellt und hat mir zum 60. Geburtstag ein Tenorsaxophon geschenkt. Heute geht es für Michael Siebold in die Bandprobe. Denn inzwischen spielt er sein Saxophon in einer Jazzformation, in einem Ensemble speziell für Senioren. Und Sigrid Neun hat ihre Freude an der Musik wiedergefunden. Sie singt im Chor, weil sie im Alter weiter musikalisch aktiv bleiben will. Heute proben Michael Siebolds Band und der Chor zusammen. Für einen gemeinsamen Auftritt. Beide Ensembles gehören zur Stuttgarter Musikakademie für Senioren. Die Mitglieder sind bis zu 90 Jahre alt. Die Idee für das Projekt hatte Ulrich Mangold, der in der Stadt mehrere Kirchenchöre leitet. Und da melden sich immer wieder Menschen, die dort mitsingen möchten. Und dann kommt da immer wieder so eine komische Bemerkung. Ja, ich komme jetzt in den Ruhestand, ich bin 65, habe lange nicht gesungen. Passt es überhaupt? Und da habe ich gemerkt, da fehlt irgendwo ein Zwischenangebot, bevor es so in einen ganz leistungsfähigen Chor geht. Jetzt machen wir einmal einen Durchgang wirklich komplett. Nicht nur ums Musikmachen geht es hier. Die Akademie soll auch Einsamkeit im Alter verhindern. Bei Sigrid Neun hat das funktioniert. Sie hat im Chor Freundschaften geschlossen. Nach der Probe treffen sie sich oft bei ihr zu Hause, auf einen Kaffee oder auf einen Spielenachmittag. Ich denke, im Alter ist es einfach schwierig, die gute Laune zu behalten. Weil doch, ich hätte mir früher nicht vorgestellt, dass Altern doch verhältnismäßig anstrengend ist. Jeder erzählt so ein bisschen. Und das macht Vertrauen, das macht einfach Tiefe. Dann ist der große Tag da. Letzte Vorbereitungen kurz vor dem Auftritt. Das Gemeindezentrum, in dem sie sonst proben, wird zur Konzerthalle. Plötzlich Aufregung. Ein lokales Veranstaltungsblatt weist auf das Konzert der Seniorenakademie hin. Greisinnen. Mit der Schlagzeile, wenn Greisinnen und Greise jazzen. Ich habe ein gescheites Alter erreicht, aber als Greis fühle ich mich noch lange nicht. Im englischsprachigen Bereich, da ist das Senior einfach sehr positiv besetzt und an das knüpfen wir an. Dann legen sie los, die gestandenen Männer und Frauen, und überzeugen. Eines steht für Sigrid Neun und Michael Siebold fest. Ein Leben ohne Musik wäre einfach nur fad.